Wie entsteht ein Kropf? Die Schilddrüse ist ein kleines Organ, das unterhalb des Kehlkopfs liegt und die Luftröhre umschließt. Sie produziert Hormone, die den Stoffwechsel regulieren und wichtig für das Wachstum und die Reifung des Körpers sind. Um Hormone herzustellen, benötigt die Schilddrüse Jod. Das Spurenelement kann der Körper nicht selbst herstellen. Deshalb muss man es über die Nahrung aufnehmen. Enthält diese zu wenig Jod, ist die Schilddrüse nicht in der Lage, genügend Hormone zu bilden. Die Produktion von Schilddrüsenhormonen wird von der Hirnanhangdrüse, einem Organ im Zwischenhirn, reguliert. Sinkt die Menge an Schilddrüsenhormonen im Blut, produziert die Hirnanhangdrüse vermehrt das schilddrüsenstimulierende Hormon TSH. Es regt die Schilddrüse dazu an, die Produktion von Schilddrüsenhormonen zu steigern. Wenn dies aufgrund eines anhaltenden Jodmangels nicht gelingt, erhöht die Schilddrüse die Anzahl der hormonproduzierenden Zellen und beginnt zu wachsen. Die Vergrößerung macht sich mit der Zeit durch eine Schwellung am Hals bemerkbar. Diese bezeichnet man als Kropf. Medizinerinnen und Mediziner sprechen auch von Struma. Da das Schilddrüsengewebe langsam wächst und eine vergrößerte Schilddrüse nicht schmerzt, merken viele Menschen lange nichts davon. Manchmal kann man einen Kropf selbst ertasten. Manchmal entdecken Ärztinnen und Ärzte ihn zufällig bei einer Untersuchung. Jodmangel ist die häufigste Ursache für einen Kropf. Seltener sind Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse oder Schilddrüsentumore der Grund. Indem man jodreiche Lebensmittel auf den täglichen Speiseplan setzt, lässt sich eine Vergrößerung der Schilddrüse vorbeugen. Gute Jodquellen sind Milch und Milchprodukte, Meeresfisch und jodiertes Speisesalz. Kurz zusammengefasst: Die Schilddrüse produziert wichtige Stoffwechselhormone. Für die Produktion braucht die Schilddrüse Jod. Dieses Spurenelement muss man über die Nahrung aufnehmen. Bekommt der Körper nicht genug Jod, bildet die Schilddrüse zu wenig Hormone. Um eine hormonelle Unterversorgung des Körpers zu verhindern, wird sie von Hormonen der Hirnanhangdrüse dazu angeregt, die eigene Hormonproduktion zu steigern. In der Folge kommt es zu einem Wachstum von Schilddrüsengewebe und einer Organvergrößerung. Da Jodmangel die häufigste Ursache für einen Kropf ist, ist eine Ernährung mit jodreichen Lebensmitteln die beste Maßnahme zur Vorbeugung.